Herzlich willkommen zu 7 Days to Die mit Sammy LP. Hallo. Und dem Gravos, Hallöchen. Ja. Liebe Freunde der Gaming-Szene. Der Zombie-Freunde. Ja, Zombie-Freunde. So, was tun wir dahinter? Gehen wir mal. Wir sind hier schon ein bisschen vorgelaufen, haben hier ein bisschen erkundet und haben herausgefunden, dass wir in einer Wüstenwelt sind. Und du bist so sexy, Sammy. So eine Zombie-Apokalypse. Als Frau. Ja, du auch. Was ich auch. Du bist auch eine Frau. Du bist ein Mann. Achso, okay. Dann bist du die sexy Dame hier. Ja, und schon ewig kein So, zur Info für meine Zuschauer, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ja, deswegen nimmt er mich überhaupt mit. Ich weiß ja überhaupt nicht einmal, was... Ich habe das mal ein bisschen gespielt, aber... Hallo? Ja, das war nur der Kaktus. Der Kaktus. Ja. Das Spiel meint es heute nicht gut mit mir. Ich bin ja schon infiziert. So. Ja, und... Ja, wir erkunden jetzt mal. Suche Nachtlager für den Anfang, würde ich sagen. Und Waffen. Eine Waffe habe ich übrigens schon. Eine Pistole. Ich habe auch eine Waffe. Normal würde ich jetzt sagen, ich habe eine Waffe in der Hose, weil ich eine Frau bin. Ja, dann hast du... Sind es deine Brüste vielleicht? Ja, die sind Mörder. Die sind Mörder, die können... Wenn du Antibiotika findest, bitte sagen, ja? Antibiotika? Blau-weiße Pillen. Blau-weiß, ja, zuerst die blauen, dann die grünen. Ja, die lilanen nicht vergessen zur Nacht. Ja, so. Eine am Morgen, zwei zum Mittag und eine am Abend. Haben wir da vorne ein Auto? Ja, eine Tankstelle. Aber in die Tankstelle gehen wir, also da gehen wir schon rein, aber nicht für die Nacht. Weil wenn die Zombies da auf die Fässer oder auf die Tanksäule hauen, dann sehen wir alt aus. Ich bin der Zombie-Schnetzler. Infiziert sein ist scheiße bei 7 Days to Die, muss ich wirklich sagen. Vorsicht, hinter dir kommt noch was. Oh. Scheiße, ist ein bisschen laut noch immer. Kacke, ich dachte eigentlich. Ja, müssen wir nicht aufhören. Ja. Verschimmeltes Brot. Ich mag Schimmel. Ja, brauchen wir vor allem für... Aufmachen! Zivilpolizei! Wie sie dahinter steht und wartet. Blöde Kuh. Ja, die kriegt ihr Fett noch ab. Oh! Ja, so viel dazu, ne? Oh. Erstmal die weg. Eine. Guten Tag! So. Wir haben gehört, hier ist... Hier ist Ruhestörung. Ja. Wir müssen hier mal reingucken. Die Anlage wegnehmen. So. Würden Sie bitte die Tür aufmachen? Kann ich hier reinspringen? Nein. Willst du jetzt unten durchgraben? Jetzt geht's doch. Aha, ja, das ist ziemlich gemütlich hier. Flat Screen? Oh. Dafür, das wird die Versicherung wahrscheinlich nicht bezahlen. Ja. Die Bewohner interessiert das. Das war ein Lesbenhaushalt. Ja, deswegen die Ruhestörung. Hallo? Hallo? Ja, such du mal an. Ich guck mir hier die Küche an. Was ist denn mit dem Klo passiert? Wie ist das ekelhaft? Oh, normal müsstest du ja bei so einem Haushalt ja haufenweise Schminkzeug finden, aber hey, wo sind sie hin? Aber die haben gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Fleisch haben die dabei. Ich hab was. Fleisch ist schlecht, oder? Was, Fleisch? Was? Wo ist Fleisch? Du hast da, du hast Fleisch. Wo? Hab ich gefunden. Warte, wie war das? Achso, ja, gut. Nee, Rottenfleisch, also verrottetes Fleisch. Ja, das weiß ich gar nicht, ob das benutzen kannst. Das stinkt. Ja,
Fleisch und so tut sowieso Zombies anlocken, ne? Du riechst dann in einem gewissen Radius. Wenn du auf I drückst und über das mit der Maus drüber gehst und guckst, du stinkst, die Fenster einschlagen hier. Durchlüften. Ach du Scheiße, hoffentlich ist hier was. Oh, oh, da hinten ist ein ganz safe, wir müssen hier rein. Ich kann rein, von der Seite rein. Ich glaube, da bin ich sogar schneller. Ja, obwohl doch. Ich hab meinen, dahinter ist noch ein Wut im Frame dabei. Guten Tag! Nice. So, ich werde mal was lernen. Was haben wir denn? Ammunition Book. Gut gelernt. So. Oh, wir sind schon. Oh, nochmal, was war denn das jetzt für ein Bug? Du bist rausgegangen, während es noch nicht fertig war wahrscheinlich. Nee, ich habe gar nichts gemacht. Na. Kann ich hier nur dran? Stoff mitnehmen. Oh, 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 haufenweise Bauteile für Waffen. Ja gut, werden wir später gut brauchen. Aber ich glaube, wir müssen später noch raus aus der Wüste, weil hier gibt es nicht viel Holz und so. Schnauze da draußen! Bravo, ist heute sehr entspannt. Wenn die dir... Hey! Na, Süße! Pass auf, die können dir ganz schnell Ding brechen, Beine den brechen. Kopf hängen lassen, mein Freund. So, das Haus müsste fertig gelootet sein. Ich nehme noch den Stoff mit, dass wir uns nachher Schlafsäcke machen können. Ja, genau, das war's mit dem Platz. Also Fernseheisen und sowas. Ja. So, mal hier rüber. Einmal die Fässer hier mit. Guten Tag. Fässer, Fässer. Warte. Der Wagen geht. Oh, das war ein kleiner. Da ist was drin? Ich weiß noch, bestimmt. Ich habe aber eine Axt gefunden. Oh, ja. Ach, das ist gut. Warte, Moment, es geht jetzt viel schneller. Ich habe eine Axt. Hier, so. Ja, der starke Mann räumt uns hier durch. Natürlich. So. Hallo? Jemand da? Da drin ist der Mechaniker. Hallo, mein Auto gehört repariert. Oh, da. Oh, ich habe Pillen gefunden, aber ich glaube, ja, Painkillers, die werden dir nicht viel helfen. Nee, nee, die sind nur Wind. Halt mal, ich hab dir hier ein Buch gedruckt, wo du lernen kannst. Ein lernendes Buch. Ja. Oh. Hallo! Du müsst mir bitte einmal mein Auto reparieren. Er scheint keine Lust zu haben. Dem müssen wir Maniere beibringen hier. Die machen das gefälligst so. Gratis. Boah, da kommt eine rein. Aua! Was zur Hölle? Boah, das wird jetzt ganz schön. Oh, leck mich. Wenn du nicht mehr viel Energie hast, nimm einen Painkiller. Und guck immer drauf, ob du, aua. Ob du blutest, ne? Weißt nicht, was war die Bandage? Die wäre wahrscheinlich, wenn ich blute, oder? Ja. Ja gut, die tut auch ein bisschen Energie geben jetzt. Ich mach hier mal die Tür zu. Komm rein und mach die Tür zu. Muss ich erst mit der Steuerung hier ein bisschen vertraut machen, und das ist unglaublich laut. Ja, warte, das mal, sind die... ist es ja nur auf meinen Kopfhörern so laut. Das sind die blöde Mischviecher hier überall. Hallo? Antibiotika, keine Bandagen. Der TÜV sagt nein, wir dürfen das Auto nicht mit nach Hause nehmen. Fleisch lass ich da. Oh, Tür zu, Tür zu! Was machst du denn? Oh mein Gott, bist du hässlich. Heute ist geschlossene Area hier. Dann dicht. Aua. Sechs Penner. So. Oh. Die Leute einfach immer alles abstauben wollen. Graues, komm mal her, unter in dem Spind hier unter, hol dir das. Da hast du auch eine Waffe. Nice. So, ich habe jetzt das Inventar voll. Ja, ich auch so gut wie.
Guten Tag! Warum machst du das? Ich will nur den neuen Besucher begrüßen. Ja, hallo! Oh mein Gott, also der Designer von euch, der hat echt nicht gespart mit euren schicken Outfits. Oh. Ja, ich hab auch gemacht. Die Tür ist offen, du musst nicht das Loch kriechen. Oh, endlich halten wir mal die Fresse hier. So, aber wieder noch kein Antibiotika. Ja. Scheiße. Sehe ich in dem Fummel dick aus. Warte, ich schau mal. Nein, ist ansehbar. Noch immer dasselbe Fummel wie vorhin. Dir ist es nicht mal aufgefallen. Nein, natürlich nicht. Bin ein Mann. Was erwartest du? Painkillers. Ja. Hab ich Painkillers? Naja. Gib nur einen Painkiller, bitte. Hab ich auch nur, aber ich hab Pain. Ich hab heute jetzt was. Wo gehen wir jetzt hin? Da hinten ist noch ein Haus. Noch ein Haus, ja. Und dann müssen wir gucken, dass wir. Ich glaube, ich bin auch infected. Hast du so ein Biohazard-Zeichen? Ja. Ja, so. Ja, jetzt brauchen wir dann schon zwei. Alter. So, ich werde. Geh nach Hause, sauer, scheiß Krankenschwester. Ist irgendwo ein. Links hier. Hm? Ja, oh, diese Kopfwackler, wie ich sie hatte. Irgendwas zumpt hier noch. So, was ist dieses neue Sandwich? Das weiß ich noch gar nicht. Guten Tag. Oh. Brauchen wir nicht gleich schlagen. Der Arm sieht nicht mehr gesund aus. So. Ich esse jetzt erstmal was. Immer ans Essen und Trinken denke, ne? Das, ach, guck mal, wie sich da einer versteckt hier. So geht nicht. Hier ein Haufen Lärm machen. Ich weiß es nicht. Ja, es sieht so aus. Aber da ist bestimmt was Schönes drin. Da müssen doch Waffen drin sein. Ja, Waffenschrank oder so wieder. Wurde auf jeden Fall von einem Zombie beschützt. Der jetzt tot in seiner Blutlage. Guten Tag! Oh! Oh! Ja, man kann dich nicht mal rauslassen, weil hier ist nicht mal eine Tür. Der Architekt hat wohl ein bisschen gespart. Ich komme hier nicht an der. Oh. Hallo? Sollte man vielleicht von außen einschlagen? Probieren wir es mal. Irgendwas use? Was könnte ich hier usen? Ah, du, das Tor. Oh, ich glaube, das sollte ein Kamin sein. Hm. Ja, ich hoffe halt, dass die jetzt das den Bug da im Griff haben, dass auf einmal keine Zombies mehr kommen. Das war letztes Mal so. Oh, das dauert aber ewig. Wir brauchen unbedingt besseres Werkzeug. Mülltonne! Oh. Was Schönes gefunden? It's my life. Na super. Jetzt habe ich gerade mal den Putz weghauen. Mit 20 Schläge. Ja, der Architekt war wohl Ted Mosby. Oh. Ach, das ist doch. Da ist ja nicht mal was drin. Ja, komm. Nur ein scheiß Schrank. So, gut, dann. Halt, da ist noch ein Fass. So. Wahrscheinlich war hier nicht mal was drin. Wäre ja wahrscheinlich gar nichts drin. So, jetzt in welche Richtung? Straße entlang, weil wir müssen ja irgendwo hin, wo es Bäume gibt und so. Eine Iron Pipe. Ja, das ist gut. Und ich höre schon wieder so eine dämliche. Ja, da vorne. Piss dich. Geh zurück ins Fitnessstudio, du Penner. Ja, wir müssen auf jeden Fall. Oh. Da, Cheerleaderin. Oh Mann, bist du niedlich. Bist du niedlich? Also, du hast einen komischen Geschmack, Gravus, das muss ich mal sagen. Wie war noch mal, wie habe ich denn noch mal einen Screenshot eingestellt?
Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht mehr. F12 ist doch, glaube ich, bei Steam, oder? Ja, bei Steam, aber ich mache das normal über. Da habe ich halt da noch. Okay. Ich mache das normal über Bandicam direkt, aber ich weiß jetzt nicht, was ich da eingestellt habe. Oh. Oh. Oh, ich hab. Ne, ich hab wieder. Was kann ich weg hier? So. Gut. Ach, jetzt kann ich. Ja, wenn ich dran bin und in der Teile geht nichts. Ach so. Ja. Hast du eigentlich auf die Uhr geguckt vom Anfang, oder? 16 Minuten. Ja, ich habe ein bisschen länger wegen den Fail. Ach so. Also so um die 15 Minuten haben wir. Ja. Rechts, links. Okay, die Frau läuft schon links. Pass auf, rechts neben dir. Ich kenne den Weg. Ja? Entschuldigung, Sie müssen mal nach dem Fail fragen. Oh, hau mich nicht, Junge. Ich wollte nur wissen, oh, Alter, ihr seid Begleitung oder was? Ehepaar. Angelika Merkel oder was? Wer ist denn das? Keine Ahnung. Sieht ähnlich aus, gell? Auf mich zu schlagen, Alter. Oh nein. Oh. Also du solltest jetzt nicht sterben, weil sonst tust du irgendwo spawnen und das ist nicht so geil. Dann bist du weit weg von mir wahrscheinlich wieder. Ich will ein paar Painkillers reinwerfen. Ah. Bin so hart, ich schluck den Scheißdreck direkt runter. Mit Verpackung, gell? Mit Verpackung, ja. Chuck Norris ist ein Scheiß gegen mich. Bin wie geboren für die Apokalypse. Ja. Wie lange habe ich eigentlich Zeit, bis ich dann zum Zombie werde? Nach 3 Tagen stirbst du. Oh, ich sterbe. Und dann werde ich zum Zombie. Weiß ich nicht. Theoretisch ist es. Ich bin vorher, entweder bin ich immer vorher schon gestorben an irgendwas anderem, oder ich habe Antibiotika gefunden. Wo sind wir hier? Im Dead Valley? Halt ja. Dein Maul da draußen! So elegant, wie er läuft hier. Nase nach oben. Auch in der Zombie-Apokalypse ein bisschen Anstand. Ja. Halt dein Maul! So. Zu schreien. Aber ernsthaft, ich habe keine Ahnung, für was eine vergammelte Sandwich ist, ha? Oh, scheiße, der. Oh, guck dir den an. Hast du das gesehen? Ja, das sind die Spider-Zombies, die können klettern. Blöde Viecher. Die kletterten auf dem Kaktus drauf. Ja, die sind halt nicht so intelligent. Da steht wohl Stachel für, steht wohl auf Stacheln im Arsch. Ja. Wem es gefällt? Man muss ja tolerant sein. Zombies bin ich nicht tolerant. Bin doch nicht tolerant gegenüber mir. Oh, ich muss was trinken. Ja. Komm, gibt's ein anderes Biom auch noch als dieses Dings jetzt? Ja, es gibt noch ein Schneebiom, Waldbiom, ein verbranntes Scheißbiom, das hasse ich am meisten. Irgendwo muss doch ein scheiß Krankenhaus sein, so viele Krankenschwestern, die hier rumlaufen. Oh, Painkiller, das finde ich gut, kann ich mir gleich mal reinhauen. So. Hallo, Herr Zombie. So. Nehmen wir alles mit, egal was das jetzt war. Wieder so eine scheiß Krankenschwester, ey. Ja, Krankenschwestern sind eigentlich gut. Bei denen ist die Möglichkeit, dass sie Antibiotika droppt. Relativ, also höher wie bei allem anderen. Nee, die hat gar nichts dabei. Ja. Komm, wir lassen die Zombies jetzt. Ja, gehen wir mal zu ihrer Schwester. Okay. Ey, hör auf mich zu sagen. So viel dazu. Ist aber eine riesige Wüste, wo wir jetzt sind gerade. Alle Achtung. Das ist doch... Hallo Schwester. Ja, hier muss wirklich... Entweder ist hier eine Kostümparty gewesen, oder hier ist wirklich ein Krankenhaus. Ein Glas.
Leeres Glas. Na gut, können wir auch brauchen. Ja, ja, verpiss dich. Oh, da vorne, was ist das? Das sieht nach Bäumen aus. Das ist gut. Oder schlecht. Das sieht aber nach verbrannt aus. Und das ist schlecht. Oder? Oh, ein Hase. Ist das ein Sandwich? Nein, ich hab schon eins, danke. Ich weiß noch nicht genau, für was die sind. Das weiß ich nicht. Ich weiß, es vergammelte Brot und so kann später für Antibiotika nehmen. Also, wenn du selber machen musst. Nehmen, aber das Sandwich. Antibiotika. Oh, Wasser! Ja, da können wir zumindest mal unsere leere Gläser auffüllen. Müssen wir zwar da noch trinken auch? Ja, kannst du, aber es kann sein, dass du Durchfall kriegst. Das ist dann ein geiler, das sieht dann geil aus, Arsch. Links unten tiefer, ein Arsch mit einer Kackwurst. Und wie kann ich was trinken hier? Tu ich einfach nix in der Hand habe und dann glaub Rechtsklick. Ja. Und? Nee, ich habe jetzt nichts. Ja, doch, ich habe Durchfall. Siehste? Wegen dir, du Scheißpenner! Komm, wir müssen weiter. Wir müssen noch ein Biom finden. Weil das ist kacke. Hier solltest du auch deine Waffe rausholen. Weil wenn die scheiß Hunde kommen, haben wir ein Problem. Ein Schuss. Du hast schon noch mehr Schuss. Eins von 15. Ja. Kann ich nachladen? R, oder? R, ja. Lädt aber nicht nach. Komm, die Zombies lassen wir jetzt ein. Wir müssen irgendwas finden, wo wir uns was bauen oder uns irgendwie Unterschlupf suchen. Aber hier möchte ich das nicht. Ja. So. Riecht gut hier. Ziemlich verbrannt. Nach Kohle. So. Ein Herd mit Scrap Metal, ja super, ich habe außer dem Platz jetzt. Obwohl, ich kann irgendwas wegschmeißen bestimmt. Oh. Schmeißen wir den weg? Die schmeißen wir schon weg. Oh oh. Ah. Was? Jetzt rausgekickt. Jetzt rausgekickt. Nein! Gekickt hat's mich. Wo gehst du hin? Ich hat's gekickt. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, wo man kurz die Folge beendet. Das glaube ich auch. Jo. Dann. Jo. Danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, guckt bei SammyLP vorbei. Ist verlinkt bei mir in der Beschreibung. Lasst einen Daumen da, kommentiert und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Ciao!